Gast bei mir auf dem roten Sofa in Überlingen ist Herr Pusche von der SPD. Herzlich willkommen. Was passiert, wenn man nicht wählen geht? Dann nimmt man nicht teil am wichtigsten Recht, das ein Bürger hat. Das wichtigste Recht, das ein Bürger hat, ist mitzuentscheiden, wie seine Zukunft in dieser Gesellschaft gestaltet wird. Ab wie vielen Jahren darf man wählen und bis wie vielen Jahren darf man wählen? Wahlberechtigt ist man ab 18 Jahre und wählen darf man dann immer. Was passiert, wenn man nicht wählen geht? Dann ist die eigene Meinung eigentlich wertlos. Dann verpufft die in der Luft. Was macht Ihre Partei für Jugendliche in Überlingen? Wir sind die Partei, die am meisten Kinder und Jugendliche hat. Die LBU oder die Grünen hier. Wir haben ganz viele Kinder. Wir haben, obwohl wir eine kleine Fraktion sind, haben wir mehr Kinder als die CDU zum Beispiel. Was macht Ihre Partei gegen die Schlägereien und Unruhen am Bahnhof und am Ladungsplatz? Ja, wir versuchen das Jugendreferat, die Jugendreferentin mit den Jugendlichen ins Gespräch zu bringen. Und ich denke auch, die Angebote für die Jugendlichen im Jugendhaus und im Jugendcafé können dazu beitragen, dass am Bahnhof und am Landungsplatz diese Auseinandersetzungen abnehmen. Warum dürfen Jugendliche nicht die Wiesen im Kurpark und am Bodensee benutzen, um sich zu treffen? Zum Treffen darf man die nutzen. Was man nicht darf, ist da lagern und solche Themen. Also hingehen und sich treffen ist überhaupt kein Thema. Es ist eigentlich nur so, dass unterbunden wird, dass die Leute dort lagern, grillen, weil es in der Regel danach dann aussieht wie die Sau. Bei welchen Themen würden Sie mehr Mitbestimmung für die Jugendliche fordern? Es gibt verschiedene Themen, wo Jugendliche sich engagieren und mitbestimmen sollten. Leider ist es immer wieder so, wenn man versucht, Jugendliche mit einzubeziehen in die politische Arbeit, dann es ist immer so eine Wellebewegung. Es sind mal 3, 4, 5, die sich für irgendwas interessieren. Wenn die dann ihre Schulausbildung fertig haben, dann gehen die Ausbildung, gehen nach außerhalb und dann ist meistens so, dass nichts nachkommt. Jugendliche können mit Sicherheit in ihrer Freizeitgestaltung sollte sie Mitbestimmung haben und auch vielleicht ihre sportliche Aktivitäten und zum Teil auch in der Vereine. Das sind mit Sicherheit Themen, wo Jugendliche mitbestimmen sollten. Seit 2 Jahren werden Jugendliche der Wiederaufbau der Trends-Sportanlage in Altbirnau versprochen. Leider ist bisher nur immer mehr abgebaut worden. Wie finden Sie das? Werden Sie sich für den Wiederaufbau der Trendsportanlage einsetzen? Wann wollen Sie das umsetzen? Ja, selbstverständlich will ich mich dafür einsetzen. Zum einen natürlich, weil ich es eine ganz, ganz wichtige Sache finde, dass eben den Jugendlichen die Möglichkeit gegeben wird, ihre sportlichen Aktivitäten auch wirklich da auszuüben. Wir haben da eine ganz schöne Anlage oben geschaffen vor vielen Jahren, die ist renovierungsbedürftig. Und deswegen mache ich mich da selbstverständlich für stark. Aber zum anderen auch, weil es eben versprochen wurde. Das bedeutet, dass vor, glaube ich, 2 Jahren eben der Entschluss gefällt wurde, wir machen das. Und dann kann es nicht sein, dass die Umsetzung dieses Entschlusses auch wirklich 2 Jahre auf sich warten lässt. Also da verspreche ich, dass ich mich auch wirklich für stark mache, dass das umgesetzt wird und dass da die Jugend eben ihren Einfluss geltend machen kann. Vielen Dank. Ja, ich danke.